Wolf und der Füchsin. Der Wolf! Mist. Oh. Guten Tag. Wie geht's dir? Hast du gut gefrühstückt? Nein, habe ich nicht. Und wie geht's dir? Im Moment noch gut. Das kann sich aber sehr schnell ändern. Oh nein. Wenn ihr die Absicht habt, mich zu fressen, wäre das sehr unfair. Ich habe noch schulpflichtige Kinder, ja. Mit der Ausrede kommt doch heute jeder. Bist du wirklich sicher, dass du Kinder hast? Ganz sicher. Und die kommen gleich aus der Schule. Ich muss mich beeilen. Gemeinerweise machte sich der Wolf über die Angst der anderen lustig. Und warum? Er war eben der Stärkste im Wald. Springen. Nee, ich empfehle es euch, rein da, husch, husch! Tja, anscheinend war es nicht gerade sein Glückstag. Alles Essbare verschwand vor seinen Augen. Ich gebe zu, dass der Wolf sehr stark war und dass er auch eine Menge essen konnte, aber ich habe nicht den Eindruck, dass er besonders schlau war. Gegen den Menschen und sein Gewehr kann allerdings auch ein Wolf nichts ausrichten. Hier ist der Fuchs, oder besser gesagt die Füchsin. Sie ist zwar sehr viel kleiner als der Wolf, aber doppelt so schlau. Also nein! Was duftet denn hier so gut? Meine Duftnote, Pipinelli, habe ich frisch hinterlegt. Hast du? Hab ich. Das glaube ich nicht.
Jetzt glaubst du mir, oder? Ja, du hast mich überzeugt. Du wolltest ja nicht hören. Mal etwas anderes. Wie steht's denn mit Futter bei dir? Ja, ich sterbe vor Hunger. Mit anderen Worten, es würde sich gar nicht lohnen, dich zu fressen. Ach, immer noch der kleine Scherzkeks, nicht wahr? Ich scherze niemals, du Blödbacke. Und dabei kannst du so witzig sein. Hatschi, ich hab da eine Idee. Und was für eine? Wir sollten uns zwecks Nahrungsbeschaffung zusammentun, meine Liebe. Gute Idee, Boss. Boss, ja, das hört sich gut an. Verschwinde! Verschwinde, du doch, ich hab Hunger! Das wirst du nicht schaffen! Die schlaue Füchse bog sich fast vor Lachen, als sie sah, dass die Krähe vergeblich versuchte, den Braten aus dem Astloch zu ziehen. Und hier seht ihr auch, warum das nicht gelang. Hast du nicht Lust, für mich zu arbeiten? Na, was ist? Oh, Wird sich lohnen. Ich wäre der Boss. Tief bedauerlicherweise war niemand bereit, in den Dienst des Wolfes zu treten. Ich bin und bleibe nun mal der Größte. Wer fand, dass er die besseren Voraussetzungen für einen Chef mitbrachte? Na du? Sind wir uns nicht ähnlich? Nein, gar nicht. Also, ich finde schon. Wie kommst du darauf? Wir haben irgendwie die gleiche Kopfform und einen ähnlichen Körperbau. Ein sehr guter Grund für dich, mein Partner zu werden. Ich könnte es genauso gut lassen. Hunde sind dir ähnlich. Ich will doch nicht mit so einem doofen Köter zusammenarbeiten, verstehst du? Diese idiotischen Viecher haben es ja vorgezogen, sich den Menschen anzuschließen. Oh, und wenn ich mich weigere, mit dir zusammenzuarbeiten? Na, meinetwegen, dann weigere dich doch, wenn du willst. Ich habe beschlossen, dein Chef zu sein und dann bin ich es auch. Wenn du meinst? Ja, meine ich. Und ab heute wohnst du bei mir. Das ist doch praktisch, oder? Aber was wäre, wenn... Wenn was? Wenn ich mich tatsächlich weigern würde, für dich zu arbeiten. Du könntest gar nichts dagegen tun. Du hast keine Ahnung. Ich könnte dich ja zum Beispiel auffressen. Das würdest du doch niemals tun. Doch, doch. Ich glaube zwar nicht, dass du schmeckst, aber wenn nichts anderes da ist... Wenn du nicht gefressen werden willst, mach mit! Ja! Wie gefällt dir das? Ist das nicht toll, dass sich die Schwächlinge alle verstecken, wenn wir zwei kommen? Ja. Denkst du vielleicht anders? Keine Ahnung. Ich finde, dass unsere Zusammenarbeit für dich sehr viele Vorteile hat. Ja? Mit meiner Unterstützung brauchst du überhaupt nicht mehr zu jagen. Du nimmst den Schwächeren einfach das Futter weg. Tue ich das? Ja, wenn erstmal alle wissen, dass du mein Angestellter bist, werden sie alle von dir kuscheln. Das wird ja nicht. Aber natürlich. Ich will ja, dass du weißt, wie schön es ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Oh, ich ahne es bereits. Ja. Hört mir gut zu, Tiere des Waldes. Ich habe euch eine Mitteilung zu machen. Ab heute wird der Rotfuchs hier für mich arbeiten. Das heißt für euch, dass ihr in Zukunft ihm genauso zu gehorchen habt wie mir. Verstanden? Gemütlich, nicht wahr? Und das Fressen, das ich für uns eingelagert habe, wird uns zwei über Wasser halten. Es müsste für den Winter genügen. Oh, ich komme um vor Hunger. Scheiß Kälte. Sie sieht appetitlich aus.
Sie würde aber auch nur für einen Tag reichen. Außerdem frisst man Mitarbeiter nicht. Ach, wenn ich doch nur wüsste, was ich tun soll. Ich kann einfach nicht mehr. Wach jetzt endlich auf, Partner. Lass mich doch in Ruhe, du Staubfänger. Ich bin nicht da. Du bist nicht da? Wenn dein Chef nach dir verlangt, hast du da zu sein. Kapiert? Ist denn etwa schon Frühling, Boss? Für dich schon. Für mich gelten die gleichen Frühlingszeiten wie für die anderen. Dein Boss hat aber Hunger. Dann friss etwas und gib Ruhe. Wir haben nichts mehr zu fressen. Das ist ja auch kein Wunder bei den Unmengen, die du in dich reinstopfst, du Vielfraß. Hast du etwa nichts gefressen? Doch schon, aber nicht so viel wie du. Ist ja auch egal, ich schiebe Hunger. Jetzt hör doch endlich auf, dein Gejammer nützt dir nichts. Es ist für jeden unmöglich, mitten im Winter etwas zu fressen zu finden. Also leg dich endlich hin und schlaf. Ich kann nicht schlafen, wenn ich Hunger habe. Dann bleib eben wach. Du gehst jetzt raus und besorgst mir etwas zu fressen. Was, bei der Kälte? Du hast doch einen dicken Pelz, also wirst du auch nicht erfrieren. Ich sag dir doch, es geht nicht. Ist mir egal. Besorg etwas. Und wenn ich mich weigere? Dann werde ich dich eben auffressen. Kannst du davon noch mehr holen? Oller Fresser. 12 bis 36 möchte ich. Wie wär's, wenn du dann selbst zum Fluss gehen würdest? Ja, gute Idee. Aber du musst mir zeigen, wie man Fische fängt. Aha, dazu bist du etwa auch noch zu blöd, was? Hm. Man benutzt doch seinen Schwanz als Angelrute. Ich habe einen. Oh, ein bisschen klein. Ich muss eingeschlafen sein. Oh, da hängt doch was dran. Ist das blöd, ich bin festgefroren. Komm schnell, ich bin hier festgefroren. Hilf mir! Das hört sich nach dem Vielfraß an. Nun beeil dich schon, du Schnarchtüte. Warum dauert das denn so lange? Was ist denn los, Boss? Ich bin eingeschlafen und das wird mein Schwanz eingefroren. Uiuiui, armer Boss. Geh damit bloß vorsichtig um. Okay, ich werde jetzt bis 3 zählen und dann ziehen wir gemeinsam. 1, 2, 3. Ja! Schwanz! Warte lieber bis zum Frühjahr. Sehr witzig. Los, zieh weiter. Endlich wurde es Frühling. Und die Füchsin hatte keinen sehnlicheren Wunsch mehr, als sich vom Wolf zu trennen. Eine Trennung käme überhaupt nicht in Frage. Du bist für mich von unschätzbarem Wert. Und wenn ich dir einfach weglaufen würde? Oh. Du kannst es ja mal versuchen, aber verlass dich darauf. Ich würde dich überall aufspüren. Meinst du wirklich? Ja, das meine ich. Erwähnte ich schon, dass ich wieder mal Hunger habe? Nein. Da ich gestern zum Frühstück und zum Mittag Lamm hatte, möchte ich heute mal was ganz Außergewöhnliches. Was schlägst du vor? Wie wär's zum Beispiel mit Omelette? Omelette? Oh, das wäre eine gute Idee, Partner. Also, dann lauf los. Schnuff, schnuff. Ich rieche das Omelette schon von hier aus. An die Arbeit. Zeit ist Omelette. Nun hetz mich doch nicht so. Sehr gut. Kein Hund da. Thank you.
Gut. Dieses Omelett sieht ja fantastisch aus. Du bist ein guter Dieb. Halt, was ist denn mit meinem Anteil? Mir Wurst. Dann gehe ich mich schon mal umsehen, was ich dir für morgen zu essen organisieren könnte. Ach, köstlich. Der einzige Nachteil am Omelett ist, dass man danach süchtig werden kann. Ah! Ganz schnell weg. Ach, ein Wolf! Hilfe, ein Wolf! Na, warte, du Dieb! Meine Küche zu klauen! Ihr werdet es verdienen! Da wirst du noch lange dran denken! Dich denn so übel zugerichtet? Diese verdammten, niederträchtigen Menschen haben mich grün und blau geprügelt und nur weil ich noch ein winziges Omelett haben wollte. Du hast dich wirklich erwischen lassen? Mir ist aus Versehen der Teller runtergefallen. Es ist mir ein Rätsel, wie ein einziger Wolf allein so blöd sein kann. Also ohne mich wärst du schon längst verhungert. So ein Quatsch, wenn du mich sofort gewarnt hättest, dass da brutale Schläger wohnen, wäre das alles nicht passiert. Interessant. Also muss der Wolf erst mal das Bett hüten. Ja, du hast es erfasst. Ja, aber dann könntest du dich doch jetzt von ihm trennen. Ah, ich glaube, ich weiß auch schon, wie ich das mache. Na, Bossi, wie geht's uns denn heute? Au, und wenn ich nicht solchen Hunger hätte, ginge es besser. Du wirst dich niemals ändern. Wenn du mir nicht zu fressen holst, mache ich aus dir eine Bulette. Du müsstest mich dahin begleiten. Dafür immer. Ich dachte, du könntest nicht laufen, aber ich habe einen Keller entdeckt, der randvoll ist mit Pökelfleisch. Ist es schwer, in den Keller zu gelangen? Überhaupt nicht. Gut, dann bring mich hin. Ich will mir endlich mal wieder den Bauch so richtig vollschlagen. Da du dich ja jetzt wieder bewegen kannst, gern. Da werden alte Erinnerungen wach, nicht wahr? Ja. Es ist ja nur ein kleines Stück, das wirst du schon schaffen. Überredet, für Pökelfleisch tue ich alles. Mhm. Durch dieses kleine Loch? Zugegeben, es ist etwas klein, aber du wirst es schon schaffen. Gut, aber du gehst vor. Es ist unglaublich, der ganze Keller ist voller Fässer mit Pökelfleisch. Ja, dann komm ich jetzt. Heute lade ich dich ein, du darfst dich satt essen. Oh, vielen Dank, Boss. Aber pass ja gut auf, dass du dir nicht den Magen verdirbst, okay? Ich muss darauf achten, dass ich noch durchpasse. Was soll denn das? Du rennst schon die ganze Weile immer rein und raus. Oh, ich passe doch nur ein bisschen auf, dass niemand kommt. Wir sind schon so lange hier, dass du eigentlich bald satt sein müsstest. Wollen wir nicht endlich gehen? Jetzt noch nicht. Lass dir ruhig Zeit, mein lieber Boss. Da war doch ein Geräusch. Irgendwas stimmt da drin nicht. Nicht schon wieder, Isa! Warte auf mich, hol mich hier raus! Du kannst mich doch jetzt nicht einfach allein lassen!